al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Davvero, Don Calò? Cacetto, un congè quando si maretà come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Errungenschaft freigeschaltet. Gemachter Mann. Kapitel 2. Trautesheim. Glück allein. 2 Jahre später, Empire Bay, 8. Februar 1945. Gut, ich glaube Hintergrundmusik und Schritte. Ach, nicht Hintergrund. Musik. Ach, Schritte und so verschiedene andere Geräusche sind, glaube ich, nur in den Filmsequenzen in der Musik offiziell drin. Dann sind sie wenigstens im Spiel dabei. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Fahr. Muss mal gucken, wie lang die Aufnahme jetzt hier überhaupt werden soll. Ob ich am Stück schon aufnehme oder noch nicht. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Oh, ich liebe den Winter. Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Also aber im Spiel jetzt wird besonders. Sich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Toni Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter, wie war's denn so da drüben? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Calò. Ohne Scheiß. Don Calò? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Einfach mal weggeschrieben, ey. Du hast ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles vögeln und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt,
Ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. $2,25. Wenn du heutzutage in ein Taxi steigst, stehen schon 2,25 auf der Uhr, wenn es ankommt, ey. Aber naja. Bitte? Kann ich laufen gehen? Irgendwie, warte. Ich habe es ein bisschen länger her, als ich durchgespielt. Ja, ja, so, ich wusste es doch. Ja. Kann ich auch, ich kann ein bisschen Leute schubsen. Ups, sorry. Tut mir leid, aus dem Weg. Ups, sorry, ich muss da durch, danke. An Abflug. Mein Koffer muss da lang. Okay. Warte, den da vorne nehme ich noch mit. Ich sollte nach Hause. Nein! Ich will den auch noch anrempeln. Erstmal nach Hause. Dann rempel ich den halt nochmal an. Ups, tut mir leid. Hatte gerade mal. Wenn da mal sein Fehler ist, ich freue mich doch immer. Tür öffnen. Ja, das heißt, gehen nach oben zu Mamas Wohnung. Ich kann über das Tier laufen. Ja, fahr mir noch an, ey. Nicht lustig. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedacht, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito. Hey, Franny, wie geht's? Komm her. Ich bin so froh, setz dich. Bist. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja. Ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedi anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, Amen. So, ma damit habe ich schon fertig gegessen. Du musst müde sein, Vito. Ich habe dir ein Bett gemacht. Geh ins Bett. Und gehen ist sogar wörtlich gemeint, weil ich kann hier gerade nicht laufen. Oder? Nee, das Spiel verweigert mich jetzt zu laufen. Drücke an dein Bett E, um zu schlafen. Ich will noch mal gucken, wie sich die Katzen zufällig noch mal da unten. So, gucken wir uns. Komm, wir müssen auch die Umgebung ein bisschen. Kann ich da drauf? Das wäre jetzt zu geil. Ja, nee, das wäre jetzt, glaube ich, echt zu geil gewesen. Ja, komm, leg ich mich erstmal ins Bett. Bis morgen früh. Schlaf gut, mio bambino. Gute Nacht. Am nächsten Tag. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Wie jetzt um 30 zu Hause doch nicht so geil, wie er erwartet hat. Naja. Lederjacke mit Hemd und mehr Auswahl habe ich auch nicht. Also ziehe ich wohl eine Lederjacke mit Hemd an. Außer meine Schwester leitet mir ein Kleid. Das bezweifle ich jetzt mal in-game gerade ein bisschen. Und? Wann musst du wieder zurück? Gar nicht. Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst no. du? Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm.
und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Ich bin gerade wegen Handy ein bisschen am Mikro. Versprich mir, gehst du noch heute zu ihm? Okay, Mama, ist gut, ich verspreche es. Grazie a Dio. Das Problem ist eigentlich, ich habe gar keine Zeit zum Aufnehmen, was bedeutet, ich werde wohl jetzt dann auch erstmal die Aufnahme beenden, weil Zeit ist gerade echt ein bisschen Mangel. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.